viel gefilmt, das war nie ein Problem. Also, ja, wir haben jetzt hier ein Empfangsproblem über den Kanal vom Dieter. Jetzt überlegen wir nämlich gerade, über meinen Kanal das live weiter fortzuführen. Könnt ihr mal ein Feedback geben, ob das jetzt hier besser ist über meinen Kanal, wovon ich eigentlich ausgehe, weil ich mit Vodafone hier kein Problem habe. Also wenn ihr jetzt mal kurz schreiben könnt, dann Daumen kommt hoch. Also das ist jetzt besser hier, ja? Das soll jetzt keine Werbung für Vodafone sein, weil hinten im Tal ist es genau andersrum. Das ist nämlich D1 vorne und Vodafone hinten. Ne? Sehr gut. Ist auf jeden Fall besser. Ja, dann bleiben wir dabei. Ja? Also dann könnt ihr gerne vom Dieter aus, beim Dieter draufgehen auch und euch hier einteilen oder ihr bleibt jetzt drauf oder wie auch immer, völlig egal. Genau. Dann nimm du mein Handy oder was? Ja. Okay. Super. So, Markus. Hi. Wir hatten es eben schon mal besprochen, aber vielleicht für die, die jetzt auf deinem Kanal sich einschalten, wie geht's dir nach 4 Wochen? Also mir geht's gut. Ne? Ich komme von zu Hause, Edith sitzt neben mir, warum soll es mir schlecht gehen? Und wenn du dich aber wieder mit den Sachen beschäftigst, das heißt, wenn du jetzt hier 500 Meter den Radfahrweg runterfährst, kommst du in eine Ecke rein, wo noch keiner war zum Beispiel, ja, wo die Weinberge sind. Und sowas stimmt mich nach 5 Wochen oder nach einem Monat kritisch, ne? Ja. Dass das irgendwie nicht weiterläuft. Wir haben, apropos nicht weiterläuft, Edith, auch eben schon über dein Haus gesprochen. Vielleicht für die, die jetzt über den Kanal von Markus mit dazukommen. Edith, du sitzt vor deinem Haus. Das ist im Hintergrund. Du hast eben eindringlich beschrieben, wie schnell das Ganze passiert ist in der Nacht. Du hattest Todesängste. 4 Wochen später, die Todesängste sind weg, aber du stehst vor den Trümmern deines Hauses. Wie schlimm ist es? Schlimm. So schlimm, dass ich sagen kann, das Erdgeschoss ist weg. Der Keller natürlich, mein Holzanbau ist vernichtet. Ich glaube, das liegt, dass das Obergeschoss nicht betroffen ist, weil das Haus auf einer kleinen Anhöhe hier steht. Wir stehen ja hier etwas erhöht, wie ihr seht. Ja, es macht einfach große Angst. Wenn das, Markus, wie du das sagst, wenn man jetzt mal hier raufschaut, fragt man sich, wie soll das denn jetzt hier alles weggeschafft werden? Wie soll das alles wieder schön werden? Wie soll das letztendlich wieder in eine Struktur kommen? Wir sind eine Tourismusregion. Wir leben hier vom Tourismus. Traue mich gar nicht zu sagen, wie es den Winzern hier geht. Ja. Wie es den ganzen... Also wir sind jetzt hier im Ahrtal, Edith, weil ich habe mir das vorher auch extra nochmal rausgesucht, hier das Ausmaß der Zerstörung am größten ist. Ich meine, das sieht man leider, muss man auch sagen, anhand der Übersicht der Todesopfer. Allein im Landkreis Ahrweiler gibt es über 132 Tote zu beklagen. Und wenn man das mal regional kategorisiert, dann reden wir über die beiden Bundesländer NRW und Rheinland-Pfalz. Hier ist in dem Fall Rheinland-Pfalz besonders betroffen. Der Landkreis Ahrweiler, Bitburg-Prüm, der Kreis Euskirchen, Stadt Rheinbach, die Gemeinde Swisttal, Geilenkirchen, Geilenkirchen in NRW natürlich, Köln, Solingen, Kamen. Also Markus Wipperfürth, du berichtest da ja seit 4 Wochen hier eben auf deinem Kanal schon drüber. Das Ausmaß dieser Naturkatastrophe ist sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in NRW, ich möchte fast gesagt, flächendeckend zu spüren. Du bist aber überwiegend hier, glaube ich, im Einsatz. Warum? Ich bin irgendwie hier gelandet, ne? Ja. Also ich bin losgefahren und wollte ja einfach nur helfen. Und mit Wilhelm Hartmann haben wir uns hier verabredet in Bad Neuenahr. Sind sie hier runtergeschickt worden nach Walpertsheim. Und deshalb bin ich hingekommen und ich stand vor einem Problem, was ich in meinem Leben noch nie so gesehen habe und bin hier einfach hängen geblieben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir hier die Straße das erste Mal hochkamen, was hier für ein Müll vor deinem Haus lag. Nicht Müll, Baumstämme. Tonnenschwere Baumstämme. Auto. Ja, das. Hier unten stecken Autos in dem Radfahrweg, ist das eigentlich. Mhm. Ne? Ja. Und du kannst das gar nicht fassen, weil du warst ja nicht vorbereitet auf das, was wir hier vorgefunden haben. Nein. Ich bin hier hingefahren, weil hier Hochwasser war. Ich dachte, du hilfst den Tag und dann ist die Sache geregelt, fährst nach Hause. So bin ich hier hingefahren. Ja. Edith, jetzt ist es 4 Wochen her. Man kommt hier zumindest mit den Fahrzeugen wieder, um helfen zu können. Aber welche Hilfe wird hier im Ort benötigt? Speziell fangen wir bei dir einfach mal an. Helfer, wie sehen Sie im Hintergrund auch stehen, sind
genügend da, Fragezeichen, oder kannst du noch mehr Hilfe gebrauchen? Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass wir genügend haben, weil mein Gefühl ist, wir können gar nicht genug haben, ja. weil so unfassbar viel zerstört und kaputt ist. Ich persönlich wir sind schon mit dem Haus relativ, der Putz ist runter, der Estrich ist runter. Ja. Es ist vieles, haben wir begonnen zurückzubauen, aber es gibt noch Häuser, die noch nichts passiert ist. Daneben das Haus, das ist noch gar nichts passiert. Das hat aber auch Gründe, es ist wahrscheinlich einsturzgefährdet. Ja. Eine albanische Familie hat dort gewohnt. Die sind in der Nacht mit ihren Kindern geflüchtet. Die haben es Gott sei Dank geschafft. Die haben alles verloren. So. Edith, wenn wir das mal als Frage formulieren, ja? Also wenn wir jetzt versuchen, konstruktiv nach vorne zu schauen, also konstruktiv in dem Sinne, dass man sagt, bei einer vielleicht auch berechtigter Kritik, weswegen es hier möglicherweise zu diesem Ausmaß der Katastrophe gekommen ist. Aber was wären Fragen, die dir so unter den Nägeln brennen, wo du sagst, du verstehst gewisse Dinge nicht, wo ich dir vielleicht durch mein Nachfragen helfen könnte? Was hättest du für eine Frage? Die Frage ist, die habe ich dem Markus schon vor Tagen, warum, und das ist, die berührt mich selber so sehr und ich kämpfe da teilweise auch wirklich mit meinen Tränen. Warum? Geht in Schuld die Welt unter um 15 Uhr? Das sind 35, 40 Kilometer von hier. Warum evakuiert man uns nicht und sagt um 8 Uhr, um 20 Uhr noch, bleiben Sie in den Häusern? Man hätte damit diese Zerstörung nicht verändert. Ganz klar. Die wäre geblieben. So, das ist das Thema Menschenleben. Aber man hätte Menschenleben retten können und vielleicht euch auch die Todesangst nehmen können. Das und ich hätte viel Hab und Gut noch vielleicht. Man hätte aus den Erdgeschossen noch vieles hochnehmen können. Man hätte wichtige Dinge, die auch für mich seelisch und für die Seele wichtig sind, noch retten können. Lass mich das mal zusammenfassen. Also es geht ganz klar um die Frage der Evakuierung, weil du sagst, flussaufwärts in Schuld, da ging es los mit der Flutwelle und das sind circa, du hast gesagt, schon nachmittags was dort passiert. Wenn ich richtig informiert bin, davon gehe ich jetzt aus, waren es 15 Uhr, dass in Schuld die Welt unterging. Ich drücke das so aus, weil es so war. Ja. Und du spürst in der Art und Weise, wie ich das sage, ich muss ganz viel Wut zurückhalten, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Das könnte ich rausschreien in die ganze Welt. Warum hat man uns nicht evakuiert? Entschuldigung, aber... Wie ist es Stand heute, wenn man jetzt sieht, hier ist noch so viel zu tun. Hier sind so viele fleißige Helfer. Ich habe es schon vor einer Woche festgestellt, aus ganz Deutschland. Private Initiativen, die sich hier engagieren. Wie ist es von behördlicher Seite? Also es ist die Rede von Soforthilfmaßnahmen, die ja auch Gelder, die auch fließen sollen. Wie kommen diese Hilfsmaßnahmen auch von Seiten der Behörden hier an? Wie ist dein Gefühl, wie ist das geregelt? Ich darf dir jetzt ein Szenario erzählen, was ich vor einer Stunde mit Nachbarn hatte, die ähnlich alt sind wie ich. Wir sind um die 60. Da war die Frage, wie kriegen wir das denn alles wieder hin? Wir haben an der und der Stelle keine Versicherung. Und dann sagte die Frau, das sagte die Vera, ich kann den Namen ja einfach mal nennen. Edith, wie sollen wir das denn schaffen? Wie können wir neben all dieser ganzen Aufbauarbeit, dieser ganzen Regelung von unseren zerstörten Häusern, wie können wir diese ganzen administrativen Dinge denn noch regeln? So, wir sind noch einigermaßen fit im Lab, im Umgang mit digitalen Medien, aber es kostet unfassbar viel Kraft. Ich will nicht wissen, was Menschen, die 70, 80 Jahre alt sind, 90 Jahre alt sind, wie die das schaffen, an diese Gelder zu kommen, an diese Unterstützung. Wenn du das wie soll mal, das gehen? Das verstehe ich. Wenn du das mal als Auftrag jetzt an mich sozusagen richten würdest und das verbunden mit einer Frage, wie würdest du die formulieren? Also was ist das Verständnisproblem, was du da hast, was ich vielleicht versuchen könnte zu klären? Ich würde dir, wenn du jetzt der Postillion wärst, der sagen würde, so, ich bringe jetzt Post an eine ganz Stelle, die zum Bund dazugehört, dann würde ich sagen, bitte Dieter, kläre und versuche herauszufinden, wie es möglich ist, dass wir sehr unbürokratisch, ohne tausendfache Anträge, ohne Antrag auf Antrag, dass wir wirklich relativ, ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, aber eben weil wir nicht mehr können, wäre die große Bitte unbürokratische Hilfe. So unbürokratisch, wie es irgend geht.
Wir haben die Kraft nicht mehr für solche Dinge. Also, die Botschaft ist klar angekommen. Es sind zwei Aufträge. Zum einen, du würdest gerne wissen, was ist bei der Evakuierung schiefgelaufen? Ja. Weil wir hier über einen Zeitablauf reden, wo du sagst, da wäre die Zeit da gewesen. Also das gilt es zunächst mal zu klären und die Frage für dich zu beantworten. Und das Zweite ist, wie man tatsächlich schnelle und unbürokratische Hilfe leisten kann, damit ihr in eurem Wiederaufbau nicht den Mut verliert. Darf ich noch die dritte Frage stellen? Gerne. Wie ist es möglich, dass all die Menschen, die oben öffentlich auf dem Nürburgring gestanden haben, um hier ins Tal zu kommen und zu helfen, beziehungsweise die öffentlichen, ich nenne jetzt mal die Feuerwehr an der Stelle, dass Feuerwehrmänner hier hinkommen und sagen, wir haben Tage da oben gestanden und bekamen keinen Befehl. Wie ist das möglich? Wir waren alle der Meinung, dass die ganzen Männer, die mit Baggern und LKWs hier vorfuhren, wir dachten, das ist staatliche Hilfe. Das hat 2 Tage gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das ehrenamtliche Menschen sind, die uns helfen. Also, dass es schlecht organisiert war, dass es private Helfer wie Markus Wipperbürt und viele andere waren, die das hier in die Hand genommen haben und die, die helfen wollten, Feuerwehrleute aus den benachbarten Gebieten, dass die hier nicht reinkamen. Ich drücke das mal aus. Wir hatten Hunger, wir hatten keine Toiletten, wir hatten Durst. Wir hatten all diese Dinge nicht. Und ich habe es nicht verstanden. Wenn ihr das nicht organisiert hättet, hätten wir nichts gehabt. Wir holen mal einen weiteren Betroffenen und zwar genau in eure Mitte und sprechen jetzt mit Lukas Sermann, der für uns dazukommt. Kuschel ich mich mal zu euch. Hallo Lukas. Hey. Du und Edith, ihr kennt euch glaube ich noch nicht, oder? Nein. Nee, hallo. So lernt man sich halt mal kennen. Was euch vereint, ist diese Katastrophe und dieses Ausmaß der Zerstörung. Vielleicht in 2, 3 Sätzen, Lukas, damit man weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Du hast ein Weingut, ist das richtig? Ja, genau. Und du bist massivst betroffen. Wenn ich sage massiv, was hast du noch? 2 Immobilien, wo die Wände stehen und der Inhalt quasi unbrauchbar ist. Natürlich jetzt alles aufgeräumt, weitestgehend sauber gemacht. Edelstahltanks, die wir wieder zurechtgerückt haben. Und natürlich haben wir die ganze Hilfe von den Menschen. Das ist etwas, worauf man auf jeden Fall aufbauen kann und auch muss. Was ist dir geblieben von der Flutkatastrophe? Also was konntest du retten? Ganz viel Schlammwein, wo auch lange Zeit keiner wusste, ob wir den wiederverwenden dürfen. Jetzt müssen wir es ja, oder machen wir es mit Hinweis, dass es eigentlich nicht geeignet ist. Aber ich meine, auf Nusspackung steht auch, dass Spuren von Nüssen enthalten kann sein. Also ist halt so hier in Deutschland. Ein paar Tanks habe ich noch, Edelstahltanks, meine Holzfässer sind alle weggeschwommen. Maschinen alle abgesoffen, Elektrik natürlich auch kaputt. So. Wie geht's dir heute? Gut und müde. Also ich bin mental gefestigt. Mir tun die Menschen leid, die es halt nicht sind, die mit ihrem Kopf und ihrem Körper halt nicht so gut haushalten können, auch vielleicht aufgrund von Alter oder Vorerfahrung oder was auch immer. Aber ich bin bereit halt weiterzumachen, aufzubauen und Gas zu geben. Und das hält mich am Leben, das gibt mir auch als Motor Gas. Hast du schon einen Überblick über das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens und wie du das überhaupt gestemmt bekommst? Wer dir dabei helfen kann? Versicherung, staatliche Hilfe? Gibt es das schon für dich einen Überblick oder einen Weg? Ja, ist natürlich für uns sehr interessant. Also nur vom puren Willen, etwas bewegen zu wollen, passiert halt nichts. Wir haben auch nur 2 Hände alle, also egal, wer hier jetzt gerade sitzt. Der Schaden für die Winzer an der Ahr ist enorm. Also das sind schon 50 Millionen allein an Wein, die da irgendwo auch weg sind. 50 Betriebe sind an der Ahr wirklich auch kaputt. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Staatliche Hilfen wurden jetzt am Samstag zugesichert und auch zugesichert, dass ein Großteil dieses Jahr halt ausgezahlt wird. Nur ist für uns natürlich essentiell wichtig, dass das auch jetzt konkretisiert wird, also mit Datum und mit auf Konto kommen, weil als Unternehmen haben wir auch Fixkosten und wir können ja nicht unsere Leute einfach da alle im Sand sitzen lassen jetzt. Wir sitzen auch hier, um ich sag mal mit dieser Sendung Fragen zu klären, die für dich wichtig sind, damit es eben weitergeht. Edith hat eine Frage gestellt in Bezug auf die Evakuierung. Ich denke, die Frage würdest du genauso gerne beantwortet wissen. Speziell für dich persönlich, gibt es eine Frage, wo du sagst, irgendwie, ich krieg da keinen Reim drauf, ich krieg da keine Antwort und es wäre vielleicht mal ganz schön, wenn es irgendeinen gibt, der die Frage mir beantworten könnte. Wer da, gibt es eine Frage? Ja, ich sag mal, die ganzen Fragen zur Vergangenheit, die sind für mich ehrlich gesagt im Moment gar nicht wichtig. Wer das jetzt schuld war oder sonst was, das
Tut mir halt leid für die Menschen, die halt mit ihrem Leben bezahlt haben. Auch aufrichtig leid, aber das hilft ja jetzt gerade nicht weiter. Also für mich ist wichtig, wenn wir uns entscheiden und das Risiko wieder eingehen, an der A zu siedeln, egal ob jetzt in Altena oder in Walpertsheim oder in Bad Neuenahr, wer trägt das Risiko? Ja? Bekommt man Versicherung dafür? Und ganz wichtig, ich meine, kurzfristige Hilfe, also sei es jetzt Soforthilfe, wirklich super, das war ja keine Aufbauhilfe, das haben der eine oder andere auch vielleicht falsch verstanden. Wir haben selber einen Schaden von über 1 Million Euro und dann hatte ich halt 1.000 Euro auf dem Konto. Das war am Anfang auch komisch anzusehen, aber es war ja wirklich dafür da, sich mal Klamotten zu kaufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine Klamotten, sondern nur das, was ich anhatte. Jetzt die Hilfen, die zugesichert sind, auch gut. Aber wie eben schon erwähnt, ist es wichtig, wann die ankommen und was wird danach gemacht. Ich meine, genau. wir sind ein touristisches Gebiet. Ja. Wer sorgt dafür, dass die Touristen wieder hinkommen? Also klar, auch wir, ne? Wir machen alles in unserer Möglichkeit, aber inwieweit teilt sich der Bund oder das Land daran, das hier wieder zum touristischen Gebiet zu machen? Also, dass hier ein Wiederaufbau stattfinden wird, ich glaube, davon gehen wir alle aus und ich glaube, das kann man auch berechtigterweise hoffen, aber die Frage, die ich da rausgehört habe, war, wie lässt sich dieser Wiederaufbau absichern und zwar für dich persönlich? Also, die Frage ist ja nicht nur, ob und wie es wieder aufgebaut wird, sondern was ist, wenn vielleicht nochmal eine ähnliche Katastrophe droht, ob sowas überhaupt versicherungsmäßig abzusichern ist. Das ist eine Frage, die dich quält? Das ist essentiell, weil das ist für mich das K.O.-Kriterium, wieder an die A zu bauen, was ich grundsätzlich möchte. Wenn du dich mit Menschen hier aus der Region unterhältst, die hier leben, gibt es da vielleicht auch schon einige, die sowas geäußert haben, wie das abgesehen von der Zerstörung, aber diese Ungewissheit, von der du gerade sprichst, also das eben überhaupt absichern zu können. Ich meine, Edith, das betrifft dich ja mit deinem Haus genauso. Das lohnt sich alles gar nicht. Ich ziehe hier weg. Hast du mit Menschen gesprochen, die so denken? Ja, einigen. Also unsere Straße ist extrem betroffen gewesen. Ähnlich wie hier direkt an der A. 8 Häuser sind platt gemacht und die wenigen Besitzer, die noch drin waren oder auch angefangen haben aufzuräumen, die haben schon gesagt, dass sie weggehen. Einfach, weil es zu unsicher ist. Es hat in einer bekannten deutschen Zeitung war ein Artikel über Entvölkerung des Ahrtals. Da habe ich zu Beginn gedacht, das war ein bisschen übertrieben. Inzwischen, nach 2-3 Wochen, habe ich das Gefühl, an diesem Wort Entvölkerung ist was dran. Es kommen viele nicht mehr wieder, das ist so. Ja, Sie haben jetzt nicht nur Ihr Zuhause verloren, sondern auch irgendwo das Vertrauen in Ihre Heimat, weil ich meine, wenn man das jetzt vielleicht mit der Kamera so ein bisschen einfangen kann, hier fließt sie so ruhig und so beschaulich. Und was dieser Fluss, diese kleine A, für eine Kraft entwickelt hat vor 4 Wochen, das war für alle hier unvorstellbar. Und das Ausmaß dieser Katastrophe und diese unfassbare Zerstörung, das ist hier überall zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn man auf das dritte Haus schwenkt. Vielleicht kommt man da ein bisschen näher ran und man sieht diese Wassermarkierung. Dann sieht man mal, wie hoch dieser Wasserstand war. Und sich dann zu überlegen, ja klar, bauen wir hier wieder auf, das wird nie wieder passieren, da muss man schon ganz schön mutig sein, oder? Ja, mutig oder verrückt, ne? Also ohne Absicherung. Wir sind 2016 hatten wir das Jahrhunderthochwasser. Da wären wir schon abgesoffen, wir haben 2017 erst neu gebaut. Das heißt, Glück, wir haben schon alles so gebaut, die ganzen Sicherungskästen hochgesetzt, dass wir, ich sag mal, bis 5 Meter irgendwo abgesichert sind, hochwassertechnisch. Und ja, jetzt wären wir theoretisch 2x in 5 Jahren abgesoffen, ne? Das ist auch unternehmerisch ein Risiko, was man, wenn man das kennt, eigentlich nicht eingeht ohne Absicherung. Markus, du bist ja jetzt nur als Helfer hier im Einsatz, das aber seit 4 Wochen unermüdlich, ich hätte fast gesagt Tag und Nacht. Du lebst in Pulheim, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, du warst glücklicherweise aus deiner Sicht gesprochen jetzt nicht betroffen. Aber nicht nur, weil du jetzt hier seit 4 Wochen hier im Einsatz bist, was die beiden gesagt haben, das kann man ja total nachvollziehen, dass nicht nur die Kräfte schwinden, sondern dass da auch diese Angst mitschwebt. Lohnt sich der ganze Wiederaufbau? Mit deiner Erfahrung, mit deinen Kenntnissen, mit den Gesprächen der Menschen, die du hier gemacht hast, kannst du das nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen. Ich hätte das gleiche Problem, ja. Aber, jetzt kommt das große Aber, hier sind ja auch viele Sachen sozusagen kaputt gegangen, die auch dafür gesorgt haben, dass so große Wellen immer wieder kommen, ne? So Tsunami-Wellen. Das heißt, vor diesen alten Brücken, das sind ja so Rundbogenbrücken gewesen, hat sich das Holz gestaut. Ja. Dann hat sich das Wasser hochgestaut und dann ist die Brücke umgefallen und dann ist wieder diese Welle gekommen. Die nächste Welle gekommen. Genau, so ist mir das erzählt worden. Ne? Das heißt, dieses ganze Schwemmgut, was hier
runtergeschwommen ist. Das hat dafür gesorgt, dass immer diese harten Wellen kamen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, die da Lösungen für haben, ne? Dass solche Brücken eben nicht mehr hier sind. Dass man im Prinzip vermeidet, dass die Seitenflüsse hier so extrem in das Tal kommen, dass man Überschwemmungsgebiete schafft. Und da muss ein Konzept her. Das hätte ja auch nichts gebracht, wenn jetzt die A 10-mal so tief gewesen wäre. Bei den Wassermassen, die hier gekommen sind, wäre ja trotzdem eine Überschwemmung gewesen. Ne? Da muss grundsätzlich sich was ändern. Das ist einfach. Also ich glaube schon, dass es hier eine Zukunft gibt. Nur das muss wirklich wissenschaftlich betrachtet werden und nicht wieder ideologisch. Ne? Dass Altholz, Totholz einfach liegen gelassen wird in Wäldern, die hier in der Nähe sind, das darf einfach nicht passieren. Ja. Ne? Markus, wir haben jetzt versucht natürlich auch und versuchen das auch weiterhin, weil das ist das, was ich vielleicht tun kann, indem ich halt Fragen stelle, die bislang noch nicht beantwortet worden sind. Sowohl Edith als auch Lukas haben Fragen, die wir beide sofort nachvollziehen können. Was fragst du dich? Ich meine, du hast hier 4 Wochen geschuftet, geackert wie ein Pferd, hätte ich jetzt fast gesagt. Was fragst du dich? Also ich frage mich, warum die Politik nicht ein klares Zeichen gibt und sagt, so wie das hier gelaufen ist mit den freiwilligen Helfern, die hier wirklich die Maschinenpower angebracht haben, ihr habt es ja selber mitgekriegt, die wirklich hier Tag und Nacht gearbeitet haben mit ihren Maschinen, warum nicht ein klares Zeichen der Politik kommt, macht bitte weiter hier. Weil diese ganzen Anschwemmungen, die hier überall noch sind, wir sind hier in einem Bereich, wo es schon aufgeräumt ist und hier sieht es immer noch katastrophal aus. Der ganze Schotter muss hier weg und. Es sind so viele Sachen, die noch zu machen sind. Wir haben jetzt vielleicht 20% geschafft. Wenn du jetzt in Bad 9a hinten bist, da sind Bereiche, da war noch keiner. Ne? Und das, da muss ein Zeichen kommen, mach bitte weiter, wir bezahlen das ab jetzt, ne, angemessen. Und eben ist ein Tross abgereist aus deiner Heimat, aus Viersen, die Ecke, Vierser Kennzeichen. Alles Traktoren mit Baggern hinten drauf, mit Karren, mit Erdkarren, die sind jetzt wieder weg. Genau. Und es geht wieder nicht weiter. Weißt du warum? Also ich frage das jetzt mal dich. Ich meine, am Ende versuche ich natürlich auch, die Frage zu klären, aber ich kann das jetzt erstmal nicht nachvollziehen. Wir sind alles Unternehmer, die haben zu Hause Landwirtschaft. Ja, die müssen arbeiten, die müssen Geld verdienen. Genau, es ist gerade die Ernte. Das heißt, andere Leute arbeiten bei denen gerade, damit die hier arbeiten können und die arbeiten hier umsonst. Ich habe die gefragt eben, die haben hier umsonst wieder gearbeitet. Es wird die Entlastung der privaten Helfer, ganz klar. Also es muss irgendwie eine behördlich angeordnete Hilfestellung geben, um die Region hier wieder aufzubauen. Und das fehlt? Das fehlt. Also diese Welle, die wir hier entfacht haben am Anfang, hier war ja Tag und Nacht, die waren hier am Baggern wie die Idioten. Wirklich, ich habe sowas im Leben noch nicht gesehen. Und das Feuer ist jetzt erloschen, weil du kannst es nicht 5 Wochen stemmen, hier für umsonst zu arbeiten und dein Betrieb zu Hause geht den Bach runter. Also hier stehen viele Betriebe vor der Insolvenz, die große Frage hier geholfen haben. Vielleicht auch, warum muss das jetzt wieder von oben künstlich, bürokratisch geregelt werden? Und warum nicht in einer Selbstorganisation? Das ist vielleicht ein bisschen organisiertes Chaos, aber es hat ja funktioniert. Es hat funktioniert. Wir haben ja keine Möglichkeit, das ordentlich zu organisieren. Der Wilhelm Hartmann organisiert jetzt hier Bürocontainer. Im Prinzip das, was der ADD eigentlich machen müsste, machen wir ja hier. Ne? Genau. Das heißt, diese privaten Helfer, die haben wir hier die sind hier einfach aufgetaucht, haben gearbeitet, gemacht und getan. Nichts gegen die ganzen Feuerwehren und THW, aber wir haben nun mal die Maschinen, um das hier in den Griff zu kriegen. Über 50 Kilometer muss man. Was ist die Frage, die du daraus stellst? Welche Frage möchtest du beantwortet wissen? Ich möchte einfach beantwortet wissen, warum man nicht sagt, so wie es gelaufen ist, ist es genau richtig und wir wollen das am Laufen halten und wir geben ein klares Zeichen, bleibt bitte hier, die Kosten werden übernommen und wir machen das mit euch zusammen. Das funktioniert nur, wenn man den Wilhelm Hartmann und mich vielleicht mit in den Krisenstab aufnimmt und diese Kraft einfach nutzt. Wer das, ist das der Adressat, ist das ADD, also als Krisenstab? Also es soll wohl der Krisenstab sein, aber ich kenne die nicht. Ich kenne nur einen davon und den Herrn Linnertz von Pressekonferenzen, aber da kann ich auch mit dem Baum reden, da kriege ich genauso viel Informationen. Ne? Ja. Es ist einfach so. Wir können vielleicht noch einen weiteren Gast dazu nehmen und zwar ist das die Silvia Schnellgens. Silvia, wenn du magst. Dann wechseln wir. Genau. Ja, Markus hat ja noch viel zu tun. Ja. Ich höre euch zu. Silvia, du bist vom bunten Kreis Rheinland. Vielleicht können wir das mal eben kurz zeigen. Da sind wir dabei. Und eigentlich hilft eure Initiative, eure Organisation schwerkranken Kindern. Genau. Ich sag jetzt schon eigentlich, ne? Genau. Weil das ist ja nicht der Grund, warum ihr hier seid. Wie ist der Kontakt hierhin in diese Region entstanden? Also wir
Der Bunte Kreis Rheinland hat sein Büro in Bad Neuenahr gehabt. Ich sage ja auch gehabt, weil unser Haus auch nicht mehr ist. Wir sind also auch noch betroffen. Ja. Wir hatten ein großes Lager neben der alten Residenz Villa Sibylla, was es auch nicht mehr gibt. Das ist auch leer. Ja. Es ist alles rausgespült worden. Auch ganz viele Windeln, was uns ein echtes Problem gegeben hat, diese Windeln für die Frühchen. Ja. Weil das sind so Sachen, die kannst du kaum rauskriegen. Ein Karnevalsclub aus Pfingstl hat sich in unseren Lagern angenommen, weil ich für den Bundeskreis direkt mit was anderem beschäftigt war. Eine Freundin rief mich an und sagte, Silvia, tu mir einen Gefallen, packt eure Autos voll, hier stehen die Mütter im Nachthemd, haben keine Windel, haben nichts mehr. Überleg dir, was eine Mutter mit kleinen Kindern braucht und bring mir das hier hin. Und so haben wir im Wohnzimmer gestanden. Einen Tag später hat die Freundin ein privates Internat zur Verfügung gestellt bekommen, was direkt gegenüber ist. Ja. Und durch Social Media haben wir dieses Internat gefüllt bekommen mit allem, was man braucht. Wir hatten dann auch nach kurzer Zeit, also Tag 3, hatten wir schon einen kleinen Bauhof. Also soziale Netzwerke sind nicht nur schlecht. Ne? Nein, nur wir haben dieses Haus haben wir wirklich nur gefüllt bekommen durch soziale Netzwerke. Du sagtest, ihr habt jetzt im Wohnzimmer gestartet, relativ klein. Tag 2. Das hat also dann jetzt wahrscheinlich so eine richtige Eigendynamik bekommen, weil die Nachfrage hat ja nicht aufgehört. Nein. Die hört auch immer noch nicht auf. Nur wir mussten jetzt das Internat aufgeben, weil der Betreiber wieder Internat machen will. Das ist eben ein Betrieb und sein Betrieb soll wieder laufen. Aber wir haben auch durch soziale Netzwerke haben wir Lagerräume bekommen in der Umgebung, wo wir jederzeit darauf zugreifen können. Also heute hat mich ein Vater angerufen und sagte, ich brauche Pampers in Größe 5, kannst du sie mir mitbringen, wenn du nach Bad Neuenahr kommst. Ne? Also wir arbeiten weiter. Was wir uns eben auch zur Aufgabe gemacht hatten, ganz schnell war Familien, die keine Elementarversicherung. Weil die Eltern waren die Ersten, die bei uns waren. Also meine erste Mutter stand im Nachthemd mit 4 kleinen Kindern im Schlammerzug da und hatte nichts mehr. Ja. Ne? Und das war auch so mein Schlüsselerlebnis. Ne? Und da wollen wir dranbleiben. Ne? Mit Soforthilfe. Wir haben Soforthilfe geleistet. Es haben nicht, ob Lions waren, Rotarier. Ne? Es gab da nicht, wir sind Lions, wir sind Rotarier. Die haben zusammen angepackt und haben zusammen Geld zur Verfügung gestellt. Kam für dich irgendwann mal der Zeitpunkt, wir sind ja auch hier so zusammen, um auch versuchen, dass wir Fragen zu klären. Kam mal für dich so der Zeitpunkt, wo du dir einen Überblick verschaffen konntest und gedacht hast, Mensch, warum läuft das hier so und nicht anders? Warum wird das nicht anders geregelt? Also wo du dir selber angefangen hast, hier Fragen zu stellen? Ja. Bist du an dem Punkt? Ganz schnell. Und das fing auch ganz schnell an. Ich hatte ein kurzes Interview beim Südwestfunk gegeben, wo ich gesagt habe, so in meinem jugendlichen Elan, ich kriege hier jeden Handwerker rein, schickten uns nur. Weil ich mitkriegte, dass die Handwerker abgefangen wurden, schweres Gerät abgefangen wurde. Und hat mich eine Dame aus Alzey angerufen und hat gesagt, meine Söhne waren mit 20 Leuten mit schwerem Gerät bei euch und sind nach Hause geschickt worden. Und dann habe ich gesagt, schick sie wieder, die kriegen wir schon rein. Ja. Und ich habe sie reingekriegt. Die haben in Heppingen ein Neubaugebiet umgekrempelt. Die sind auf Rohbaustatus und nur, weil sie reingekommen sind. Ja. Wenn du auch das jetzt als Frage formulieren würdest, wie wird die... Jetzt kommt ein großer Bus. Ich glaube, jetzt müssen wir mal, den können wir einmal zeigen, damit man sieht. Da kann einer Bus fahren. Ja. Sehr gut. Oder doch nicht. Machen wir mal ein Stück zur Seite. Ja, ist halt live. Ich
dass er nicht drüber kippt. Also vielleicht nur mal so als kleiner Zwischenstand. Es ist nicht so, als haben wir die Fragen nur einfach so gestellt, sondern wir haben die uns natürlich notiert, um dem Ganzen nachzugehen. Silvia hat uns ja auch schon eine Menge erzählt. Silvia, wir haben darüber gesprochen, dass du dir ja auch Fragen gestellt hast. Welche Frage ist für dich unbeantwortet? Was verstehst du nicht? Ich habe nicht verstanden, warum auch niemals einer von der Stadt zu mir gekommen ist. Der einzige Anruf in den 4 Wochen von der Stadt war, eure Küche, wo ihr 200 bis 500 Essen rausgeht. Ist da jemand, der diese Bescheinigung hat, dass diese Gastrobescheinigung hat? Das war der einzige. Also wir reden wieder über Bürokratie, ne? Ja, genau. Ja. Das ist. Ne? Es haben Restaurants hier aus dem Bonner Umfeld, von Köln bis Bonn, haben uns 200 bis 500 Essen am Tag geliefert, die gespendet haben. Und dann die einzige Frage war, ist denn da auch jemand, der den Gastroschein hat? Kann das sein, dass die Frage dann lautet, warum jetzt gerade in der Katastrophe auch noch so viel Bürokratie? Genau die ist es. Genau die ist es, ja. Silvi, du bleibst sitzen. Wir nehmen noch einen weiteren Gast, und zwar einen letzten dazu. Und zwar ist das, der sich nämlich gerade mit dem Markus unterhält. Wir können da mal rüberschwenken. Wilhelm Hartmann, Wilhelm, komm mal an meiner Rechten. So, Azubi Wilhelm Hartmann. Warum Azubi? Du siehst nicht aus, als würdest du gerade eine Ausbildung machen. Man lernt im Leben nie aus. Okay. Und ich war ja vorher Markus sein Praktikant. Ernsthaft? Nein, auch nur pro forma. Okay. Und ich bin dann schon mal aufgestiegen. Eingefallen. Ja, ja, genau. Ich bin dann aufgestiegen zum Azubi. Und das Schöne ist, du hast als Azubi Welpenschutz. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Trecker mit einer falschen Firmierung oder sage, hier, das ist ein Deutz und der hat eine rote Farbe, ja, dann gibt es ja da sehr energische Rückmeldungen. Und dann habe ich diesen Welpenschutz als Azubi. Was ist dein eigentlicher Job? Ich bin gelernter Gärtner, seit 27 Jahren selbstständiger Gärtner in Fulda, ja. Inhaber der Gärtnerei Hartmann. Ein Fulda? Ja. Das ist nicht ganz um die Ecke, oder? In Osthessen. Ich bin Einzelunternehmer, habe derzeit so etwas über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und im Winter, weil das ist mein Hauptgeschäft, der Winterdienst, habe ich 200 Köpfe. Seit wann bist du hier? Ja, parallel mit Markus, seit dem 15.07. Und wir haben am 14.07. abends, haben wir so eine kleine Brain-WhatsApp-Gruppe, und da haben wir dann gesagt, hier, Hagen, da geht's rund, wir müssen da wohl was machen. Und dann haben wir am Donnerstagmorgen, ich habe schnell noch eine WhatsApp-Gruppe gemacht, Hilfe für NRW hieß die erst, und am Donnerstagmorgen habe ich die erweitert auf NRW und Rheinland-Pfalz. Als dann die Radioberichte kamen aus Schuld, ja, mit 4 Toten, da ging das los, habe ich gesagt, also wir müssen nach Bad Neuenahr fahren. Ja, und dann haben wir noch ein paar Jungs eingeladen aus unserer Community, aus den landwirtschaftlichen Bereichen und Freunde, auch ein paar Mitarbeiter von meiner Firma. Das ist so die Taskforce, sag ich mal, die sind wirklich dann immer dabei. Wir waren auch mit den Landwirten in Berlin zum Demonstrieren und so weiter. Ja, und dann sind wir losgefahren. Wir haben dann auch die Nummer bekommen vom Krisenstab. Habe ich sofort angerufen, weil das macht Sinn, sich da schon anzumelden, dass man auch irgendwo offiziell mit da dabei sein kann. Und die haben gesagt, kommt mal zu Haribo. Und dann bin ich da hochgefahren. Die LKWs von meiner Firma kamen hinterher. Ja. Und die von Haribo haben gesagt, okay. Gekommen, um zu bleiben, ne? Genau. Und ihr kommt, fahrt bitte nach Bad Neuenahr in die Heerstraße zur Feuerwehr, und die sagen euch, was zu tun ist. Und da sagte dann der Rolf Seliger, das ist wohl der zweite Wehrführer dort, Jungs, fahrt's mal nach Waldpforzheim und fahrt so lange, wie die Straße frei ist, und wenn dann die Straße versperrt ist, fangt an zu räumen. Aber eins, und dann packte er mich so, macht euch auf alles gefasst. Und das sagte wer? Das sagte der Rolf. Wir sind bei Du mittlerweile, ja, von der Feuerwehr, der sagt, macht euch auf alles gefasst, und wenn ihr Jungs dabei habt, die das nicht abhaben können, ist ja eine menschliche Sache, stellt die in die dritte Reihe. Mhm. Und wir haben ja viel
Schreckensbilder gesehen. Dann. Du bist jetzt seit 4 Wochen hier. Wie kriegst du das geregelt? Du hast gesagt, du hast einen Betrieb mit über 100 Mitarbeitern. Ich habe eine sehr gute zweite Führungsebene und auch eine exzellente Mannschaft. Ja. Das sind alles Menschen, die wissen eigentlich, was sie zu tun haben. Was das Operative angeht, sind die alle unterwegs. Ne? Da laufen die Strukturen auch im Büro soweit. Gut, ein bisschen Urlaubszeit haben wir noch. Aber ich merke halt schon, wenn es darum geht, muss nicht drauf zu sprechen kommen, wenn es um die Finanzen geht, um die betriebliche Liquidität. Das ist mein Job. Das heißt, ich muss den Weitblick haben. Ich muss sagen, wie sieht es in 4 und 6 Wochen aus? Kann ich dann meine Verbindlichkeiten? Ich habe viel expandiert. Wir haben, sagen wir, monatlich Kosten von rund 450.000 Euro. Das ist nicht wenig. Dann ist es so, dass ich da auch die verfügbar haben muss. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich da die Kurve bekomme, ganz ehrlich gesagt. Weil eine Woche wäre spielerisch gewesen, die zweite Woche auch, aber wir sind jetzt in der 5. Woche. Ich muss gestehen, ich bin ja jetzt zum 2. Mal hier und habe ja schon eine Menge Fragen. Wie ist das, wenn jemand seit Wochen hier im Einsatz ist und so völlig selbstlos hilft? Welche Fragen stellst du dir? Naja gut, da gibt es wirklich von A bis Z alles Mögliche. Also stell mal die dir gerade jetzt in den Sinn kommt. Was verstehst du nicht? Ich verstehe nicht, dass das Bild, was hier herrscht, die Situation, die hier herrscht, in so wenigen Medien der Bevölkerung, in der Welt, ich spreche meine natürlich auch in Deutschland, aber von der Welt mitgeteilt wird. Warum, das ist für mich ein mega Fragezeichen drüber, warum wird hier nicht mehr Aktivität gezeigt von allen Seiten? Ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, was ist denn in China? Was liefert China denn für Bilder? Als das mit Corona losging, haben die da ein Krankenhaus mit 8.000 Bauarbeitern, haben die in einer Woche ein Krankenhaus gebaut. Ja, ein Mega-Ding. Wo sind hier die Ameisen? Ja, das waren wir anfangs und viele, die auch dann auch am ersten Wochenende geholfen haben. Ja, das sind, finde ich, sehr, sehr, jetzt mal so sehr übergeordnete Fragen, wenn man das jetzt mal hier so im Kleinen belässt. Also wenn du jetzt einfach siehst, was hier so vor Ort passiert und was du vielleicht nicht verstehst. Wir sind ja in Walpurzheim. Also ja, ich meine, du kennst dich jetzt hier in der Region mittlerweile ja fast schon aus. Ja. Gibt es da Fragen, wo du jetzt sagst, irgendwie die müssen geklärt werden, wo man mal nachbohren und nachhaken könnte? Gut, das, was ich ja meinte, das vermisse ich auch in Waldpforzheim. Hier sind immer noch Haufen mit Dreck und so weiter, die weg müssen. Wir haben das Thema Seuchengefahr. Das wird klein geredet von oben, muss ich ganz klar sagen. Wir sitzen hier immer noch bei knapp 30 Grad. Wir haben uns selber schon geschützt. Wir haben klaren Menschenverstand und wir können alles abwägen. Und mit einem gewissen Weitblick auch, mit einem gewissen Weitblick einschätzen. Und dann werden Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel eben Anti-Mückenspray. Jetzt kommt ein weiterer Mann dazu, der im Prinzip die Runde komplettiert, was die Helfer der ersten Stunde angeht. Wir hatten Markus Wipperfitt hier. Wir haben jetzt mit dir gerade gesprochen, Wilhelm, und neben mir sitzt jetzt Markus Zintel. Markus, du bist auch Bauunternehmer, ist das richtig? Ja, also Dienstleister im Baugewerbe. Ja. Okay. Und du warst auch quasi von Anfang an mit direkt hier auch vor Ort als Ersthelfer sozusagen? Ja, seit freitags. Ich bin freitags schon hierher gekommen. Wir hatten Kontakt bekommen und er hat gesagt, hier brauchen wir Maschinen. Und dann haben wir uns 2 Bagger mit Tieflader, Leute dazu und haben gesagt, wir kommen am Freitag und gucken, was wir machen können bis Sonntag. So war der Plan. Und dann sind wir hingekommen, ja. Ist das richtig? Weil zum Beispiel waren Straßenverbindungen ja komplett zerstört, zugeschüttet. Ich habe gehört, dass du einer derjenigen warst, der mit seiner Räumung überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Straßen wieder befahrbar waren. Ist das so? Ja, also ich hatte mit ihm ja Kontakt aufgenommen und dann hieß es, sollen hier hinkommen, da wäre die Bundesstraße weg. Ich habe das so verstanden, die Bundesstraße, da liegt dann ein bisschen Bauschutt, ein paar Äste, wie das so beim Hochwasser mal vorkommt. Aber sie war tatsächlich weg, auf 95 Meter komplett weggerissen. Also auch Strom, Kanal, alles was da drin ist, gab es einfach nicht mehr. Ging 7 Meter runter. Er hat mir das dann gezeigt und hat gesagt, oh. Und dann haben wir angefangen, da die Bundesstraße wieder so schnell wie möglich herzustellen. Weil das die einzigste Möglichkeit war, hier durchzukommen. Von hier aus waren es, der Umweg war außenrum 35 Kilometer. Jetzt müssen wir das nochmal klarstellen. Wer oder was hat dir da den Auftrag gegeben, zu sagen, mach mal hier wieder die Bundesstraße flott? Von Freitag bis Sonntag, ja. Wir haben das selbst entschieden. Wir haben erkannt, es muss gemacht werden und dann haben wir angefangen. Also wir reden ja auch wieder von privaten Initiatoren, richtig? Ja, also
Wilhelm, ich und Markus haben gesagt, die Bundesstraße ist weg. Wie kommt man dahin? Indem man die Bundesstraße mal schnell neu baut. Und dann habt ihr mit Radlader und Bagger und was es gerade gab, Raupen, ja. So dass man zumindest mal wieder mit einem auch 40 Tonner gegebenenfalls darüber fahren kann. Nee, über die Straße kannst du jetzt mal 100 Tonner fahren. Okay. Haben wir schon getestet. Habt ihr schon getestet? Ja, okay. Tieflader, weil die Tieflader kommen ja nur dadurch ins Ahrtal rein. Jetzt ist ja in unserem Land alles geregelt und wahrscheinlich selbst der Wiederaufbau. Gab es nicht irgendwann mal so eine Situation, wo eine Behörde gesagt hat, entschuldigen Sie, erstens, wer sind Sie? Zweitens, was machen Sie da? Hat da mal irgendeiner nachgefragt? Ja, sonntags. Sonntags. Sonntags war es LBM, Landesbetrieb Mobilität. Ja. Mit denen habe ich, also kommen ist jetzt falsch, sondern die haben mit mir telefoniert und haben mir den Auftrag erteilt, die Bundesstraße schnellstmöglich wiederherzustellen. Also die waren dann mit dem, was du da schon vorgeleistet hast und vorgearbeitet hast, wahrscheinlich so zufrieden, dass sie gesagt haben, okay, ich glaube, da ist einer, der weiß, was er tut. Was sie dazu gedacht haben, kann ich nicht sagen, aber sie haben gesagt, weitermachen. Ja. Jetzt ist es ja nun mal so, du bist ja jetzt freiwillig hier. Haben die denn auch gesagt, mach dir mal keine Sorgen, weil du leistest ja jetzt Wiederaufbauarbeit. Du kannst uns nachher schon eine Rechnung stellen. Wird das bezahlt? Das wurde ab Freitag, also ab dem Sonntag, war das dann so geregelt, dass wir bezahlt werden. Okay, und das Geld läuft auch, also dass wir da, wenn wir das jetzt als Frage formulieren würden, also hinter der Frage könnte man einen Haken machen, weil das ist beantwortet. Also du wirst bezahlt. Ich hoffe es, dass ich bezahlt werde. Okay, weil das Rechnung ist schon raus, aber es gibt da noch Gesprächsbedarf, wie man das so schön sagt. Ja, okay, so. Gut, es gibt ja noch einiges zu klären. Also wenn die Rechnung raus ist, kann man ja mal nachhaken, ob es soweit geregelt ist, dass sie im Prinzip nur noch überwiesen wird. Gibt es? Soweit sind wir noch nicht, dass da was überwiesen wird, also dass meine Rechnung überwiesen wird. Also, ja. Okay, weil es noch Klärungsbedarf gibt. Weil es noch Klärungsbedarf gibt. Kannst du darüber sprechen, was noch geklärt werden muss? Die Maschinen brauchen ja Diesel und es gibt ja hier im Ahrtal keinerlei Diesel mehr. Die ersten, den ersten Tag haben wir halt die Tanks voll gehabt, dann kam Gott sei Dank RWE und hat uns Diesel gebracht. Ja. Weil man kann ja schlecht mit dem Kettenbagger zur nächsten Tankstelle in die Grafschaft hochfahren oder sowas. Ja. Und dann kam die Bundeswehr, die hat uns dann betankt und darüber gibt es jetzt Diskussionsbedarf, weil ich ja vom Bund eine Leistung erhalten habe, wie man das dann verrechnen tut und so weiter. Aber mehr möchte ich darüber mit dem Geld im Moment noch nicht, weil das in Klärung ist. Aber Sekunde, wir reden jetzt hier über eine Bundesstraße? Das ist die Bundesstraße, ja. Und wir reden über die Finanzierung, über die Bundeswehr durch den Diesel. Und da gibt es offensichtlich eine Schnittstelle, die nicht so harmoniert. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Ja. Also reden wir auch hier wieder über Bürokratie. Statt einfach nur zu sagen, wie viel Tanks an Diesel braucht ihr, wir stellen sie euch einfach hier hin. Solange wie ihr da seid und solange wir helft, ist gut. Wird jetzt darüber geredet, wer oder was die Rechnung für den Diesel bezahlt? Also die Bundeswehr hat da gar keine Probleme damit. Die haben gesagt, es gibt ja nichts anderes und dementsprechend, sondern mein Auftraggeber, der muss das halt auch überprüfen. Klar, weil das sind Steuergelder und ja, das dauert halt jetzt noch ein bisschen. Okay, wenn wir das mal aufgreifen als Frage, wie würdest du die Frage formulieren? Was ist der Punkt? Also ich meine, ihr habt einen Auftrag bekommen, die Straße zumindest kurzfristig wiederherzustellen. Und auf einmal gibt es die Problematik, dass kein Diesel mehr da ist. Weil das ja nicht abgelaufen ist wie sonst. Normalerweise gibt es Ausschreibungen, es wird geprüft, es gibt ein Vergabeverfahren und, und. Ja, wir sind aber hier in einer Ausnahmesituation. Waren wir. Jetzt kann man ja im Nachhinein, dann muss das dann alles erstmal geprüft werden. Okay, jetzt muss das geprüft werden, weil das, wenn man sich hier umguckt, keine Ausnahmesituation ist, sondern jetzt kann man hier behördliche Schritte machen, so business as usual. Also das ist doch nicht nachvollziehbar, oder? Ja, nochmal passiert mir das auch nicht. Also das so, okay. Bist du gefrustet? Nein, ich bin entspannt. Okay, aber dann bist du verärgert? Wenn ich da jetzt was zu sage, vielleicht guckt jemand vom LBM zu. Nein, ich bin nicht gefrustet. Okay. Wie lange willst du das hier noch machen? Noch? Oh, hier gibt es noch viel zu tun. Ja. Wir haben noch die Mülldeponie. Da läuft das übrigens einwandfrei. Ja. Ja, die betreibe ich für den Abfallwirtschaftsverband. Keinerlei Probleme. Ich arbeite für die ADD. Da gibt es keinerlei Probleme mehr. Ich finde, so langsam nimmt es gute Form an und Bahn an. Also ich bin zufrieden. Ja. Okay. Dauert aber noch. Es gibt noch viel zu tun. Weil es ist ja so viel kaputt. Ja. Dann danke ich dir oder ich danke vielmehr auch euch allen.
Ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge erfahren und vor allen Dingen, kann mir das nochmal gerade geben lassen. Komm, Guido, wir haben eine ganze Menge Fragen notiert. Die können wir euch auch gerne nochmal zeigen. Also, wir sitzen jetzt nicht nur hier, weil wir uns so nett unterhalten, sondern weil in der Tat es Fragen gibt, die wir gerne aufklären möchten. Und das habe ich mir natürlich zur Aufgabe gemacht, weil das ist das, was ich gerne hierzu beitragen möchte. Und es gilt übrigens nicht nur für die Region hier im Ahrtal, die sicherlich von der Flutkatastrophe am schwerwiegendsten betroffen ist und betroffen war. Aber es gibt noch so viele andere Regionen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Und auch dort ist Hilfe nötig. Und auch dort gibt es sicherlich Fragen, die bislang unbeantwortet geblieben sind. Und wenn ich zumindest in dem Punkt meinen Beitrag leisten kann, indem ich versuche, Fragen zu klären, und das alles unter der Voraussetzung, dass wir das alles konstruktiv meinen, weil wir wollen ja nach vorne gucken und auch weiterkommen, dann bin ich auch froh für euren Input. Das heißt, ich finde, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten, dann finden wir auch gemeinsam eine Lösung und vielleicht können wir dann auch gemeinsam Fragen beantworten und die passenden Antworten dazu finden. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch die Gelegenheit für mich nachzufragen. So, jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen in die Runde hier. Markus, Wilhelm, Markus, heißen ja eigentlich alle Markus hier? Nein, ne? Nicht alle. Manche Edith ist schon. Edith ist um die Ecke und Silvia, vielleicht können wir die noch schnell dazusetzen, dann können wir gleich einmal kurz die Runde machen. Silvia, wenn du noch einmal mit so rüber gehst. So. Der Lukas ist leider schon weg. Lukas ist leider schon weg. Das war's von uns. Also eigentlich war gedacht, dass das Könnes live ist, wenn man das hier oben so sieht. Die das versucht haben, über meinen Kanal zu verfolgen, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich entschuldigen auf der einen Seite und ausdrücklich bedanken bei Markus auf der anderen Seite, dass er mir jetzt sein Handy zur Verfügung gestellt hat. So ist das nun mal, wenn man Dinge vor Ort ausprobiert. So ist das nun mal, wenn man damit auf die Nase fällt. Aber es ist ja so, das alte Motto im Leben ist immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und das gilt auch für solche Sendungen. Ich verspreche euch Besserung, was das angeht. Und ich habe ja jetzt auch einen Auftrag und eine Menge zu tun. Vielen Dank, macht es gut und wir sehen uns bis demnächst.